Das Millionengeschäft mit dem Nervenkitzel auf dem Oktoberfest, dem wohl größten und bekanntesten Volksfest der Welt. Ihm, zusammen mit seinem erlesenen Gerstensaft, verdankt München einen großen Teil seines Weltruhmes. Über 6 Millionen Menschen aus aller Herren Länder kommen Jahr für Jahr auf die Wiesn. Nahezu 5-mal so viel wie die Zahl der Münchner Einwohner. Ganz schön was los ist auch auf vielen anderen bundesdeutschen Volksfesten, die vor allem auch wegen des hohen technischen Niveaus ihrer Fahrgeschäfte in internationalen Fachkreisen großes Ansehen genießen. Wie hier auf der Wiesn oder am Cannstätter Wasen, auf dem Hannoverschen Schützenfest, dem Hamburger Dom, dem Bonner Pützchen und mehreren anderen Volksfesten, werden von gut 5000 Schaustellern Jahr für Jahr an die 3 Milliarden Mark umgesetzt. Die Betreiber der Fahrgeschäfte buhlen um 180 Millionen Fahrgäste, die auf einen Nervenkitzel aus sind oder sich vielleicht nur ein bisschen verschaukeln oder einfach unterhalten lassen möchten. Tonangebend sind die großen Vergnügungsmaschinen. Loopings und Achterbahnen, Karussells und Schaukeln der verschiedensten Konstruktionen und Variationen. Es gilt, mit Hilfe der beiden für den menschlichen Körper ungewöhnlichen Bewegungen, dem Schaukeln und dem Drehen, immer neue Kombinationen zu ersinnen und sie aufreizend und attraktiv zu verpacken und zu verkaufen. Dank neuer Techniken, Beleuchtungsmöglichkeiten und elektroakustischer Systeme sind hier der Fantasie kaum mehr Grenzen gesetzt. Aber auch die Kosten der neuen Fahrgeschäfte überschreiten die gewohnten Grenzen. Das teuerste Fahrgeschäft der heurigen Wiesn, die neue 5er Loopingbahn, die zur Zeit der Dreharbeiten noch auf dem Gelände der Herstellerfirma erprobt wurde, kostet mit Transportfahrzeugen und Kram über 13 Millionen Mark. Dementsprechend steigen auch die Fahrpreise. Und es ist die Frage, wie sich dieser konkurrenzbedingte Wettlauf weiterentwickeln wird. Nicht zuletzt wegen der harten Konkurrenz der Schausteller auf den bundesdeutschen Volksfesten haben sich unsere Fahrgeschäftehersteller eine Spitzenstellung auf dem Weltmarkt erobert. Im Ganzen beschäftigt dieser Industriezweig, meist kleine bis mittelständische Unternehmen, um die 1300 Mitarbeiter und produziert Fahrgeschäfte im Werte von 140 Millionen Mark pro Jahr. Gut 80% der Produktion geht in den Export, vorwiegend nach Übersee. So wurde dieses dem Barockstil nachempfundene Wellenflugkarussell über 100-mal in alle Welt verkauft. Das ist die wahrscheinlich größte Auflage eines Fahrgeschäftmusters überhaupt. Der Preis, je nach Ausstattung, bis zu 1 Million Mark. Die meisten technisch anspruchsvolleren Fahrgeschäfte sind bedeutend teurer. Sie kosten im Durchschnitt um die 2 Millionen Mark. Dazu zu rechnen sind oft noch die aufwendigen Transporteinrichtungen, eventuell auch Spezialkräne für den Auf- und Abbau. Und natürlich nicht zu vergessen, die Wohnwagen. Richtig bequem bis luxuriös eingerichtete fahrbare Wohnungen mit allem modernen Komfort. Denn die Schausteller verbringen hier den überwiegenden Teil ihres Lebens. Der Anschaffungspreis solcher 3- bis 4 Zimmerwohnungen auf Rädern übersteigt nicht selten die Millionengrenze. In die Hupe gar nicht, oder? Eines der auffallendsten Fahrgeschäfte auf der Wiesn, der Icarus, wurde von seinem Bremer Hersteller schon 25 Mal gebaut. Kostenpunkt um die 2 Millionen Mark. Das Karussell ist 32 Meter hoch, wiegt 90 Tonnen und sein Fahrablauf ist voll computergesteuert. Energieverbrauch 200 Kilowatt. 65 Kilowatt allein für die Beleuchtung. Maximale Kapazität 1700 Personen pro Stunde. Bei einem Fahrpreis von 5 Mark und 10 Stunden Vollbetrieb bringt der Icarus täglich gut 80.000 Mark. Aber nicht jeder Tag ist ein guter Tag. Bei Regen, in den Pausen zwischen den Volksfesten und während der Wintermonate läuft überhaupt nichts.
das Werk der Firma in Bremen. Hier entsteht gerade ein neuer Bruder des Icarus. Im Katalog läuft dieses Fahrgeschäft unter dem Namen Condor. Links im Bild, das weiße lange Gebilde, ist der Mittelteil des Turms. Die Basis des Turms. Hier wird die komplizierte elektrische Anlage für die Stromverteilung montiert. Einer der vier Arme, welche die Gondeln tragen. Und hier der Ring des Aufzugs, der die Gondeln auf- und abfährt. Kunststoff und Glasfaserplastik sind vom heutigen Fahrgeschäftebau nicht mehr wegzudenken. Nicht nur bei der Karosserie der Wagen und Gondeln, sondern vor allem bei der Aufmachung und Verpackung der Geschäfte. Dabei kann der Käufer der sonst weitgehend baugleichen Modelle des jeweiligen Baumusters seine Sonderwünsche und Vorstellungen realisieren. Jeder der großen Hersteller hat sein charakteristisches Repertoire von Vergnügungsgeschäften. Naja, wir haben inzwischen 24 Projekte, sprich Fahrgeschäfte, konstruiert und gebaut. Jedes Jahr wird ein neues Projekt aufgelegt, das dem Markt angeboten wird. Und verständlicherweise sind immer die neueren Geräte die Renner sind. Das heißt aber nicht, dass auch ältere Geräte, die vor 10 und 12 und 13 Jahren konstruiert wurden, auch heute noch gebaut werden und gut verkauft werden. Eines der neuesten, das ist ja der Condor, nicht? Das ist dieser Nein, das ist nicht das neueste. Der ist vor etwa 5 Jahren konstruiert und als erster gebaut worden und ist inzwischen über 25 Mal gebaut und verkauft worden. Und in der Zwischenzeit ist Breakdancer gekommen in 3 verschiedenen Varianten. Es ist der sogenannte Flipper gekommen, das neueste Fahrgeschäft, das jetzt ausgeliefert wurde, inzwischen auch schon 5 Mal in dieser Saison, ist unser Magic. Die Premiere von Magic Nummer 5 auf dem Schützenfest in Hannover. Hier mit seinem stolzen Besitzer aus dem Schwäbischen, Fritz Kinzler. Das Geschäft ist vorerst noch bescheiden, denn die Tore des Festplatzes wurden gerade erst geöffnet. Und so nimmt der Kinzler die Gelegenheit wahr, um die Einweihung im Kreise seiner Freunde zu begießen. Wie die Mehrzahl ihrer Kollegen stammen auch die Kinzlers aus Schaustellerfamilien. Wir sind ja nun in der 5. Generation tätig. Und meine Großeltern und Urgroßeltern hatten alle Fahrgeschäfte, sodass wir also hier nichts aus der Branche schlagen. Und wir haben nichts anderes gemacht wie Fahrgeschäfte. Und Ihre Frau? Meine Frau kommt aus einem Spielbetrieb. Ja, Ihre Eltern hatten auch? Auch. Schaustellergeschäfte, Spielpavillon und so Sachen. Ja, auch mehrere Generationen zurück? Ja, ja. Ja, und wie machen Sie das mit den Kindern? Das ist ja also ein Problem, weil Sie auch reisen sind und das haben die Kinder. Das ist ein großes Problem. Unsere Kinder sind, bis in die Schule kamen, ins Internat gekommen und waren dann lange Jahre für uns eigentlich weg. Und als sie dann groß waren und schon fast erwachsen, sind sie dann erst mal bei uns in den Betrieb eingekehrt und jetzt arbeiten sie in unserem Betrieb mit. Und beide haben ein Fahrgeschäft jetzt? Beide top eingeschlagen. Ja, mein Sohn steht ja hier in Hannover mit dem Flipper, mit dem Karussell, das letztes Jahr hier neu war. Mhm. Und die Tochter steht im Bobfinger auf der Impfmesse, auch mit einem Karussell. Und dann beugt mit diesem riesengroßen Breakdance. Hier im dunklen Innenleben kann man tolle Sachen erleben. Geister springen dir entgegen. Hui! Keine Angst, wollen nichts wegnehmen, wollen euch das Gruseln lehren. Es ist nicht leicht, einen guten Platz auf den großen, sprich lukrativen Volksfesten zu ergattern. Dauerverträge gibt es nicht und so müssen die Schausteller jeden Winter von Neuem die Städte abklappern und sich um einen Platz bewerben. Am Ende jeder Spielsaison stehen sie praktisch vor dem Nichts. Bei der zunehmend härteren Konkurrenz der Anbieter können sich die Veranstalter die attraktivsten Geschäfte herausbieten.
Wer weiterkommen will, muss investieren. Leider nicht selten auf Kosten alter Nostalgiegeschäfte. Wie viele der Millionen Besucher haben wohl je einen Gedanken daran verloren, wie es möglich ist, dass dieser ganze gigantische und grandiose Zauber nach Festende innerhalb weniger Stunden, längstens Tagen, von der Wiesn verschwunden ist. Abmontiert, zerlegt, sorgfältig verpackt und abtransportiert. Immerhin ist der Transport und der Auf- und Abbau der Geschäfte einer der größten Kostenfaktoren der Schaustellerbranche. Traditionell war für die meisten der größeren Geschäfte die Schiene der Transportweg der Wahl. Leider gibt heute die Mehrzahl der Schausteller der Straße den Vorzug. Wir sind ja auch bemüht, an und für sich von der Straße wegzukommen, weil die Straße ja immer gefährlicher und immer voller und intensiver wird. Aber mit der Bundesbahn haben wir in den letzten Jahren halt einen sehr schlechten Servicedienst mit schlechten Waggons, teilweise keine Rampen mehr vorhanden, Zugverbindungen, stundenlang auf dem Güterbahnhof gestanden, Rangierpersonal, die Waggons nicht an die Rampe gebracht, sodass wir halt viel Zeit haben verloren mit der Bundesbahn und dadurch auf die Straße gezwungen waren. Und dann kommt natürlich auch was ganz Wesentliches. Man kann es nicht mehr bezahlen, halt mit der Bundesbahn zu reisen. Das ist zu teuer geworden. Wir sind vorher auch Verlader gewesen, aber eben weil der Service so schlecht ist, sind wir davon abgesprungen. Das Riesenrad wiegt insgesamt 450 Tonnen und benötigt 28 Eisenbahnwaggons plus zwei Straßentransporte. Die müssen noch gefahren werden, weil die Fahrzeuge nicht den Lademaßen der Deutschen Bundesbahn entsprechen. In diesem Bereich gibt es natürlich auch Ansatzpunkte der Kritik aus unserer Sicht, da die Bundesbahn einmal in den 60er Jahren ihre Preise gewaltig gesteigert hat. Im Übrigen heute in den Serviceleistungen insofern mächtig nachlässt, dass man also immer wieder vor der überraschenden Situation steht, mit einem Mal in einer Stadt keine Verlademöglichkeit mehr vorzufinden, ohne es vorher gewusst zu haben und andere Dinge mehr. Wir haben in Hannover vor Beginn des Schützenfestes den Aufbau der beiden größten Geschäfte, des 62 Meter hohen Riesenrades und der Loopingbahn, verfolgt. Es ist faszinierend, wie diese riesigen, komplizierten Strukturen in so unglaublich kurzer Zeit aus dem Boden wachsen. Die Montage der 42 Gondelaufhängungen auf das noch nackte Rad läuft wie am Fließband. Es ist schon eine ganz besondere Kunst, die Fahrgeschäfte so zu konstruieren, dass sich die einzelnen Teile problemlos über die Straße oder Schiene transportieren lassen, ein möglichst geringes Ladevolumen benötigen und dass sie an Ort und Stelle ohne fremde technische Hilfe einfach und schnell zusammengebaut werden können. Die Montage der Gondeln. Die Montagecrew ist eingespielt wie ein Orchester. Innerhalb weniger Stunden sind die Gondeln aufgehängt. Dagegen präsentiert sich der Aufbau der Loopingbahn wie ein Abenteuer. Muss er vorhin Besitzer der Bahn sind die Schausteller Rudolf Barth und sein Sohn Otto, der hier den Aufbau der Bahn von seinem Kran ausleitet. Die Bahn wiegt 600 Tonnen. Sie wird in 30 Containern auf dem Schienenweg transportiert. Die werden dann mit zwei firmeneigenen Ladefahrzeugen
vom Bahnhof auf den Festplatz gefahren. Kostenpreis 6 Millionen Mark plus Kran und Fuhrpark. Ach, nee. Von den Hunderten von Teilen gleicht keines dem anderen. Das Ganze ist wie ein gigantisches Puzzle, das von Otto Barth am Dirigentenpult mit der Hilfe von 8 akrobatischen Monteuren in 10 Tagen zusammengesetzt wird. Nach einer genau geregelten Reihenfolge werden die einzelnen nummerierten Teile aus ihren Containern geholt und zusammengefügt. Es ist erstaunlich, wie die tonnenschweren Teile millimetergenau ineinander passen. Dieses Baukastensystem wurde Anfang der 70er Jahre vom großen alten Mann der bundesdeutschen Fahrgeschäftindustrie, von dem Schwaben Anton Schwarzkopf, entwickelt. Die Montage erfordert ein hohes Maß an Verantwortung und Gewissenhaftigkeit. Kein Bolzen darf fehlen und jeder muss durch seinen Splint abgesichert sein. Denn auch die kleinste Schlamperei könnte die Sicherheit gefährden. Die örtliche Bauaufsicht macht bestenfalls Stichproben und der alljährliche TÜV wird in München vor dem Oktoberfest abgenommen. Doch nicht der kleinste Fehler entgeht dem Argusauge des Dirigenten. Das letzte Schienenstück wird eingesetzt. Die Bahn steht. Aber auch der Ästhetik wird der nötige Zoll gezahlt. Wie auf einem Schiff ist die Crew für die Verschönerung zuständig. Selbst der Dirigent scheut nicht, zu Pinsel und Farbe zu greifen. Am Eröffnungstag ist auch Barth Senior da, heraufgejettet aus Bayern, wo er den Bau der größten mobilen Loopingbahn der Welt in Auftrag gegeben hat. Hans Steiger wiederum betreibt das mit 62 Meter höchste, auch im Guinness-Buch der Rekorde eingetragene, transportable Riesenrad der Welt und kennt außerdem als Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes alle Sorgen seiner Kollegen. Das Schaustellergewerbe beschäftigt natürlich eine ganze Menge Probleme. Im Moment ist zum Beispiel aktuell der Strompreis, der bis zu um die 60 Pfennig pro kW Spitzenpreis angenommen hat. Und das sind natürlich Dinge, die bei der Größe der Anlagen ganz gewaltig sich in den Kosten niederschlagen. Und das sind zum Beispiel Probleme, die nur der Deutsche Schaustellerbund als Spitzenorganisation bearbeiten kann. Im Einzelfall wäre das für den einzelnen Unternehmer nicht möglich. Da gibt es ständig Straßenverkehrsprobleme, da gibt es natürlich alle Rahmenbedingungen, die mit Volksfesten zu tun haben, über den Spitzenverband abzuklären. Und natürlich auch Probleme vor Ort, in die sich die Organisation einzuschalten hat, um die Rahmenbedingungen eben so zu erhalten, dass auf der Kostenseite die Explosion nicht zu groß wird. Hans Steiger ist auf Riesenräder spezialisiert. Ja, die Konstruktion ist von uns. Das liegt einfach daran, dass ich zum Beispiel vor etwas mehr als 40 Jahren hinter einem Riesenrad geboren wurde. Mein Vater großes technisches Verständnis zu jeder Zeit aufbrachte und wir uns natürlich mit dieser Anlage nicht nur betriebswirtschaftlich beschäftigt haben, sondern auch konstruktiv und haben diese Dinge dann versucht weiterzuentwickeln. Und was dieses Riesenrad angeht, da wir gerade in Hannover sind, darf man das ruhig nochmal erwähnen. Die Premiere fand also 1980 am 4. Juli hier in Hannover statt. Das war nicht nur für uns ein Riesenereignis, ich glaube auch für die Veranstaltung. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten sind wir inzwischen doch recht froh, dass wir die Größe der Anlage so weit gesteigert haben. Steiger stammt aus einer typischen Schaustellerfamilie.
Auch seine beiden Schwestern, Frau Meier und Frau Rosenzweig, sind hier in Hannover mit eigenen Geschäften auf dem Platz. Frau Meier mit einer Wildwasserbahn, die mit 30 Eisenbahnwaggons durch die Lande gefahren wird und die 600.000 Liter Wasser schluckt. Frau Rosenzweig betreibt eine Krake mit dem attraktiven Namen Big Monster. Alle drei Steigergeschwister haben Kinder im schulpflichtigen Alter, die natürlich nicht mit auf der Reise dabei sein können. Wie mein Bruder ja schon sagte, sind wir alle eben auch in diesem Gewerbe aufgewachsen, reingeboren und so auch unsere Kinder. Und das Familienleben ist im Anfang, solange die Kinder klein sind und die Schulpflicht noch nicht ansteht, wahrscheinlich mehr gebunden als in anderen Familien, denn wie wir immer sagen, der Arbeitsplatz der Eltern ist gleichzeitig Spielplatz der Kinder. Und dann stellt sich das Problem, wenn die Schulpflicht kommt und wer also nun möchte, dass die Kinder schulisch ausgebildet werden, muss dann entweder Pflegefamilien suchen oder im Internatsunterkünfte. Und dann gibt es natürlich das große Problem der Trennung, verbunden mit Heimweh, das sich dann natürlich auch auf die schulische Leistung auswirken kann. Aber wir haben das nun in Herford sehr glücklich gelöst. Wir haben da eine Einrichtung für Schaustellerkinder, da sind nur 14 Kinder untergebracht und sind alles Kinder aus Schaustellerfamilien, zum Teil auch sogar noch Verwandtschaft, und dadurch stellt sich für unsere Kinder das Problem nicht ganz so schwierig dar. Wie viele Kinder haben Sie denn? Ich habe zwei. Der Sohn ist mittlerweile fertig mit der Schule, der ist 18, der ist jetzt mit im Betrieb. Es hat auch für ihn nie etwas anderes zur Debatte gestanden. Seine ganzen Eigenschaften gingen dahin, dass man also davon abgesehen hat, ihn in irgendeine andere Ausbildung noch zukommen zu lassen. Und ja. Die Tochter ist 14, die muss noch zur Schule, die hat es dann aber auch bald hinter sich. Und Ihre Schwester hat auch Kinder? Wir haben auch zwei Kinder, die auch in der Wohngruppe untergebracht sind, mittlerweile beide, und sich eigentlich recht wohl fühlen. Das ist ein Glück. Und der Herr Steiger? Ja, wir waren uns sehr einig. Die Geschwister haben also jeweils zwei Kinder und meine sind natürlich auch in dieser Wohngruppe in Herford untergebracht. Und wie empfindet Thomas Meier die Trennung von seinen Eltern? Wenn irgendwie aufgebaut oder abgebaut wird, dann ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber am schlimmsten ist, wenn so aufgemacht wird und dann muss ich weg und die ganzen Geschäfte laufen. Also das finde ich am schlimmsten. Und dann gibt es auch Heimweh. Ich verdrücke mir das jetzt schon, aber meine kleine Schwester, die macht dann noch einen Aufstand. Ja, du möchtest schon gern mitmachen, ja? Ja. Ja, ich mache ja auch mit, vor allen Dingen in Ferien. Und du würdest natürlich in die Fußstapfen von deinen Eltern gehen, ja? Ja. Ja, ich weiß nicht, also mir gefällt das. Ich finde das auch interessant, so auf- und abzubauen. Und mir macht das auch Spaß. Aber längst nicht alle Kinder verkraften die Trennung von ihren Eltern. Auf dem verregneten Little Oktoberfest in München sprachen wir über die Schulprobleme des Sauerlacher Schaustellersohns Kaiser. Ja, mein Sohn, der war erst im Internat und dann haben wir ihn aus dem Internat rausgenommen, weil die Belastung war für den Jungen viel zu groß, eben immer das Hin- und Herfahren. Und dann ist er hier eben, wo wir waren, in die Schule gegangen. Ja, und sagt, wie ist das gelaufen, dass du so oft die Schule gewechselt hast? Wie ging das? Ja, ich bin früh in die Schule gegangen. Ich habe so ein Buch gehabt. Das ist ein Anmeldebuch. Da wird reingeschrieben, der Schüler besuchte von dann bis dann den und den Ort. Und da ist ein Stempel dran und vom Rektor die Unterschrift. Und da bin ich in der Früh reingegangen, hab mich angemeldet und dann bin ich in eine Klasse zugewiesen worden, wo ich gerade 6., 5. oder 8., wo ich gerade drin war. Und da habe ich mich da drin vorgestellt und dann wurde ich ausgefragt und alles, wie das ist und so. Und aber viel schlechter wie die, wo immer in derselben Schule waren, war ich auch nicht. Weil man kann zwar nicht direkt so gut sein, weil man nicht immer den Stoff da ist, da sind sie wieder weiter und da sind sie wieder nicht so weit mit dem Stoff, und weil überall die anderen Lernmethoden sind und so, und deswegen muss man sich da erstmal einleben, und dann, wenn man da so eine Woche geht, dann klappt das da alles. Und wie war das eigentlich mit den Mitschülern? Haben die dich gut aufgenommen? Ja, das muss man sagen, da wird man gleich super aufgenommen und kümmern sich gleich auf einen.
Es kommt auch auf den Ort an, weil so manche, das sind halt, was ist das, Zigeuner und so. Und also unser Junge, wir haben versucht, dass er den Lernstoff reinbekommt. Wir haben ihm im Winter Nachhilfeunterricht geben lassen, privat. So war er fast jeden Tag bis 19 Uhr in der Schule. Also unsere Schule in Sauerlach, wo wir wohnen, hat sich sehr bemüht, dass er mitkommt. Übrigens, Schaustellerfamilien leben in einem ähnlichen Verbund wie Handwerker der vorindustriellen Ära. Die gesamte Familie, einschließlich der ständigen Mitarbeiter, wohnt und arbeitet am gleichen Ort. Und alle werden gemeinsam von der Chefin versorgt. Vielleicht sind auch deswegen Schausteller-Ehen ungewöhnlich stabil. Ja, also ich würde auch sagen, dass im Freundeskreis die Ehen eigentlich ziemlich intakt sind, weil wir eben doch Familienbetriebe sind und unser Arbeitsplatz ist gemeinsam da mit den Kindern und man hat die gleichen Probleme. Dann kann man sich abends zusammensetzen und darüber reden, was ja dann vielleicht doch im privaten Bereich ganz anders ist. Weil der Mann morgens zur Arbeit geht, die Frau zu Hause bleibt und somit dann doch jeder seinen eigenen Weg geht. Weil ein gewisser enger Zusammenhalt da ist. Ich meine, das liegt doch daran, wenn ein Mann zu seiner Arbeit fährt und die Frau ist zu Hause oder in einer anderen Arbeit, sind ganz andere Berührungspunkte an verschiedenen Arbeitsstellen bei uns auf der Reise, beim Schaustellergeschäft sind Mann und Frau zusammen in einem Betrieb und da ist Mann und Frau angewiesen aufeinander. Meistens ist das eine Partnerschaft und eine Kameradschaft und das ist auch ganz gut für die Ehe, die kittet und bindet. Naja, wir haben keine 8-Stunden-Ehe, wir haben eine 24-Stunden-Ehe. Also wir haben unser ganzes Eheleben, das ist Geschäft, Hobby, gehört alles zusammen. Wir haben die gleichen Interessen und also ich finde, das ist ganz gut. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Wir sind jetzt 19 Jahre verheiratet und hoffen auf die nächsten 19. Ja. Die Zukunft der Schaustellerbranche ist keineswegs rosig, denn die Konkurrenz wird immer härter. Unter anderem auch deshalb, weil ständig mehr Schaustellersöhne und Töchter, Enkel und Enkelinnen mit neuerdings oft geleasten Geschäften auf den Markt drängen. Doch die Chance für einen Newcomer, zum Beispiel auf dem Oktoberfest einen Platz zu bekommen, ist gering. Auch die meisten anderen Festplätze platzen aus den Nähten. Dazu droht den traditionellen Volksfesten und den reisenden Schaustellern auch eine völlig neue Konkurrenz. Die Freizeitparks. Diese aus den USA importierte Idee des Vergnügungsparks auf der grünen Wiese beginnt auch in Europa Fuß zu fassen. Irgendwie erinnern sie alle ein wenig an Disneyland. Wissen Sie, es gab wohl mal eine gewisse Zeit lang eine gewisse Rivalität. Aber ich glaube, man hat zwischenzeitlich von Seiten der Schausteller wohl doch erkannt, eben, weil wir ja auch aus diesem Gewerbe sind, denn alle gut laufenden Anlagen der Freizeitparks sind Schausteller. Und man hat, glaube ich, doch erkannt, dass man das nicht zu verbissen sehen sollte. Es ist eine Freizeitgestaltung, die einen ganz anderen Charakter hat. Und ein Freizeitpark ist eine Ergänzung der mehr gewordenen Freizeit, die eben heutzutage mit 37-Stunden-Woche und diese Dinge, 37,5-Stunden-Woche und diesen Dingen einfach sich automatisch entwickelt hat. Der Konsument, also die Menschen haben heute eben immer mehr Zeit und wissen dann vielleicht auch mit ihrer Zeit immer weniger anzufangen und brauchen Angebote dieser Form, wo man praktisch in einer vernünftigen, niveauvollen Art die gesamte Familie anspricht, wo man also auch die Oma mitnimmt, wo also irgendwo ein Familienausflug praktisch hingemacht werden kann. Und dafür sind natürlich Freizeitparks wie der Europapark oder wie der Heidepark hier also hervorragend geeignet. Abgesehen von den Kosten für Fahrt und Verpflegung, viele Familien nutzen die Gelegenheit für ein Picknick, bieten die Freizeitparks für ca. 20 Mark Eintritt den ganzen Tag lang freie Fahrt auf allen Fahrgeschäften und freien Eintritt zu verschiedenen Vorstellungen und Darbietungen. Vom 3D-Kino übers Kabarett bis zu einer Delfinshow. Hans-Jürgen Thiemann hat seinen Heidepark Soltau, er liegt im Zentrum des Städtedreiecks Hannover, Bremen und Hamburg, in nur 10 Jahren auf die Beine gestellt. Die Gesamtfläche, die ich damals hier 1978 erworben habe, die hat eine Größe von 93 Hektar. Inzwischen ist es ringsherum zugekauft worden. Wir liegen heute in der Größe von ca. 300 Hektar, was hier zur Verfügung steht zum weiteren Ausbau. Denn Thiemann setzt darauf, dass sich die Zahl von derzeit 1 Million Besucher beträchtlich steigern lässt. Im Unterschied zu Hektik, Dezibelflut und Bierseligkeit der Volksfeste herrscht hier eher ein Klima von Entspannung und Geruhsamkeit.
Zudem haben stationäre Fahrgeschäfte einen anderen Charakter. Sie haben viel Platz und können sich zwischen Bäumen und Blumen ausbreiten. Dank der großzügigen Grundfläche bietet diese Loopingbahn trotz ihrer 5 Schleifen ein vergleichsweise zahmes Familienvergnügen. Das Erstaunliche ist, dass die Geschichte des Loopings bereits um 1850 beginnt, wo man mit Gähnen, Borgen, 2 Personen drin gesessen ist und sich im Kreis herumschleudern hat lassen. Dann hat man den Looping 50 Jahre wieder vergessen und um 1900 in Amerika wieder probiert und um 1950 kommt dann hier in der Bundesrepublik wieder die Idee auf, einen Doppellooping zu bauen, der dann auch noch nicht richtig funktioniert hat. Erst als dann die Firma Schwarzkopf begonnen hat, die Looping-Schleifen in dieser Form zu bauen, und Sie sehen es an diesem Modell sehr schön, diese Schleifen sind nicht kreisrund, die Einfahrt in den Looping ist so gestaltet, dass sie nach dem Tal, also zuerst etwas elliptisch aufwärts fahren und dann die Rundung entfahren. Diese Archivaufnahme aus dem Jahre 1978 zeigt Anton Schwarzkopf beim Testen der ersten reisefähigen Loopingbahn in seinem damaligen Werk in Münsterhausen. Viele der von dem schwäbischen Autodidakten für diese Bahn entwickelten Ideen sind in die Konstruktion der späteren und größeren Loopingbahnen eingeflossen. Auch eine Reihe von beliebten und bis heute attraktiven Karusselltypen wurde von Anton Schwarzkopf erdacht und gebaut. Obwohl er als Unternehmer keine glückliche Hand hatte, ist dieser schwäbische Tüftler bis heute die anerkannt kreativste Persönlichkeit des bundesdeutschen Fahrgeschäftebaus. Die deutsche Karussellindustrie beginnt so um 1870, als das Festwesen sich so weit ausgeweitet hat und so weit an Volumen gewonnen hat, dass es sich eben rentiert hat, dass man überhaupt Karussell seriell baut. Vorher waren ja diese Anlagen nur Einzelanfertigungen irgendwelcher geschickter Handwerker, Schlosser, Zimmerleute oder sonst was. Die haben dann irgendwo einmal so ein kleines Karussell gebaut. Insgesamt ist es so, dass vor dem Zweiten Weltkrieg, also im Deutschen Reich noch, die deutsche Karussellindustrie auch weltweit bedeutend war. Die Zentren dieser Industrie waren allerdings in Sachsen und in Thüringen. Und die wenigen Firmen, die sich noch erhalten haben, sind dann kurz nach dem Krieg auch aufgelöst worden. Und da hat dann die Verlagerung stattgefunden in die Bundesrepublik. Und da sind die Firmen, die wir jetzt kennen, also die Firma Mack, Huss und so weiter, Zierer, Schwarzkopf, sind dann erst als neue Firmen auf dem Sektor der Fahrgeschäfte entstanden. Doch das neueste und größte Hochfahrgeschäft der Bundesrepublik wurde nicht von einem angestammten Karussellhersteller gebaut, sondern vom Schausteller Rudolf Barth, einem bayerischen Stahlbauunternehmen, der BHS, in Peißenberg in Auftrag gegeben. Die Konstruktionsunterlagen lieferte ein Münchner, auf Fahrgeschäfte spezialisiertes Ingenieurbüro. Unser Drehtermin fiel in die Zeit der Endabnahme des Fünferlooping durch den TÜV, auf dessen Wunsch noch einige kleine Korrekturen durchgeführt wurden. Die weltweit geschätzte Sicherheit der bundesdeutschen Fahrgeschäfte ist auch das Verdienst des Technischen Überwachungsvereins, der schon seit 1929 alle Wiesengeschäfte prüft. Die Inspektion der elektrischen Steuerung. Damit mehrere Züge gleichzeitig in der Bahn fahren können, ist die 1300 Meter lange Strecke in 6 automatische Blockabschnitte aufgeteilt. Sollte ein Zug aus irgendeinem Grund in der Bahn stehen bleiben, werden die nachfolgenden automatisch gestoppt. Starkstrom, gesteuert von Elektronik nach dem neuesten Stand der Technik. Für das Testen der Gleise und Bremsen werden die Züge mit Sandsäcken belastet. Also was wir hier machen, ist jetzt natürlich die letzte Endphase der Prüfung.
Tatsächlich der große Aufwand der Prüfung liegt weit vorher. Die ganzen Berechnungen müssen geprüft werden. Das sind Berechnungen von tausenden von Seiten. Die ganze Konzeption, Konstruktion der Anlage muss vorweg geprüft werden. Das ist ein Arbeitsvolumen von etwa 8 Mannmonaten. Also diese 14 Tage Abnahmeprüfung hier sind nur die Spitze des Eisberges. Die Prüfung insgesamt ist sehr viel intensiver, geht sehr viel tiefer. Das Konzept der Bahn ist den zumutbaren Belastungen des menschlichen Körpers untergeordnet. Sie liegen hier an dieser Anlage in der Größenordnung von 5G. Dazu muss man aber nicht nur den Spitzenwert sehen, sondern auch die Zeitdauer, wie lang dieser Spitzenwert wirkt. Hier an der Anlage sind diese 5G für Zehntelsekunden wirksam. Man kennt ein klein bisschen Vergleichszahlen aus der Luft- und Raumfahrtmedizin. Erträglich sind Beschleunigungen bis 8G und im Sekundenbereich, das natürlich für speziell trainierte Piloten. Aber im Vergleich dazu sind wir mit unseren Belastungen hier und der Zeitdauer der Belastung schon sehr deutlich niedriger. Die strengen Sicherheitsprüfungen sind die Folge spezifisch deutscher gesetzlicher Bestimmungen. Die Genehmigung solcher fliegender Bauten unterliegt also voll dem Baurecht, wie Genehmigung eines Fernsehturmes oder einer Brücke oder ähnlicher großer Bauwerke. Und mit diesem strengen Hintergrund versteht man auch, dass der Sicherheitsstandard auf diesem Gebiet in Deutschland sehr hoch ist, sehr deutlich höher als im vergleichbaren Ausland. Der TÜV München ist auf diesem Gebiet formell Prüfamt für Baustatik und es gibt für diese Prüfung sehr strenge Regeln. Zum Beispiel jede Zahl dieser zugrunde liegenden Berechnungen muss wirklich auf Richtigkeit geprüft sein. Es muss also wirklich im Detail geprüft sein. Jede Zahl auf dem Papier, jede Schweißnaht, jede Schraube muss dimensioniert sein. Der deutsche Weg der Prüfung, der sehr genauen Prüfung, ist hier schon vollkommen richtig. Und in diesem Hinblick haben wir durchaus mit dem TÜV Bayern auch internationale Anerkennung. Wir sind also zu Unfällen schon ins Ausland gerufen worden, nach USA oder nach Kanada. Oder wir haben zum Beispiel auch regelmäßige Prüfungen in Hongkong schon gemacht. Also man sieht auch im Ausland dieses Know-how durchaus und erkennt das an. Das Ende einer Testfahrt. Der TÜV ist zufrieden und Rudolf Barth erleichtert. Der Weg auf die Wiesen ist frei. Auch der für das Oktoberfest zuständige Stadtrat kommt aus dem Staunen kaum heraus. Also ich bin da schon sehr beeindruckt von dieser ganzen Konstruktion. Ich muss schon sagen, was war eigentlich der Grund, dass das in Deutschland gebaut wird? Ja, ich bin halt als Unternehmer gerne bereit, das Geld, was wir investieren, überwiegend in Deutschland zu lassen. Und ich hatte auch Angebote vom Ausland, von der Schweiz und von Holland. Und dann habe ich mir überlegt, mit einer bayerischen Stahlbaufirma hier, der BAS, diese Sache zu machen. Wir haben 2,5 Jahre Vorlauf konstruktiv, haben halt gedacht, wir müssen den Dreierlooping noch verbessern. Und der Statiker Stengel Raumkurven entworfen hat, können wir halt heute bequem mit 5 Loopings fahren. Was mich jetzt mal interessiert, sozusagen als Vertreter der Münchner Bürger, was wird denn da in etwa der Fahrpreis sein und wie viel können da in der Stunde gefördert werden? Ja, also der Fahrpreis steht nicht im Anschaffungspreis des Geschäftes, aber wir wollen ja ein Volksfest nicht mit Preisen kaputt machen. Wir werden auf der Wiese mit dem Fahrpreis Kinder 5 Mark, Erwachsene 8 Mark nehmen und hoffen damit Volksfest nahe zu bleiben, weil diese Anlage ja knapp 13 Millionen Mark kostet. Und wie wird's weitergehen? Für transportable Geschäfte ist die Größenordnung des 5er-Loopings mit seinen 900 Tonnen wohl das Limit.
Aus Platz- und Kostengründen. Allein sein Transport erfordert 50 Güterwaggons. Doch das Wettrennen im Geschäft mit dem Nervenkitzel geht weiter. Achterbahnen im Dunkeln mit Lasereffekten, ja sogar Geschäfte, die den Fahrgast über mehrere Sekunden schwerelos machen, sind in der Entwicklung. Aber selbst im wildesten Hightech-Nervenkitzel wird es nicht gelingen, der Nostalgie der Volksfeste den Garaus zu machen. Denn erst die Mischung macht sie lustig, liebenswert und attraktiv.